Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo, willkommen zu Hedien Tactics. Wir haben uns beim letzten Mal einen Helden kreiert. Mal schauen, ob das so klappt, ob das irgendwie so angenommen wurde. Wir haben den Custom Hero, den wir eingestellt haben. Mit Fähigkeiten, Massig Allianz und einem Drachenei. Mit mega Gesundheit, so ein kleiner Tank, auch wenn er nicht danach aussieht. Und schauen wir mal einfach mal, ob, wenn ich jetzt auf neuer Lauf gehe, ob der dann irgendwie mit dabei ist. Gehen wir mal auf Start. Habe übrigens jetzt nichts verändert bezüglich Deck. Dann schauen wir einfach mal, was uns da erwartet. Oh ja, die drei. Aber gut, das Aussehen soll man jetzt nicht schrecken. Das ist My Hero. Und der hat keine der Fähigkeiten, die ich ausgewählt habe. Das, ja, ne? Toll. Das heißt, der ist schlechter als die anderen. Geil. Jetzt kann ich auswählen. Jetzt kann ich massig aus. Ah, okay, gut. Geil. Schon besser. Danke. Schon besser. Noch nicht ganz so gut wie die anderen Draugr, aber schon besser. Okay, da hinten haben wir irgendeinen. Den kennen wir, glaube ich, sogar schon. Den haben wir beim letzten Mal, glaube ich, schon gehabt. Gehen wir mal in die Richtung. Hedge-Ei. Ja, was passiert jetzt mit dem Ei? Was erfolgt da? Schlüpfen? Kann ich auch sagen, wann und wie? Oder nicht? 100 Schaden. Machen wir mal auf den. Stellen wir mal alle nebeneinander. Schild. Schild. Go. Na los. Bring's zum Schlüpfen. Schlüpf, du Sau. Jetzt schlüpf schon, du Sau. Da ist er wohl geschlüpft. Ist jetzt der eine weg und der andere ist, hat er die, wie, was? Krass. Heftig, aber wo ist denn der andere jetzt? Hat er sich verwandelt? Hat er sich unsichtbar gemacht und verwandelt? Oh, Babydrache. Ob aus einem Babydrache noch ein Riesendrache auch wird? Man weiß es nicht, aber man mag es herausfinden. Geil. Na dann, rotz mal raus, Drachi. Geil. Jetzt schon ein Fan. Ja, das Gelddings bringt mir gar nichts, weil ich kein Geld habe. Dann gehen wir auch nicht rasten, sondern Karten aufwerten. 115. Na, machen wir hier das. Normaler Kampf. Ach, da haben wir so eine Schlange. Stellen wir uns halt wieder auf. Wieder das gewohnte Bild. Macht. Und du. Erstmal zurück. Aha.
ruhig ein bisschen schneller das Ganze gestalten. Wir haben doch keine Zeit. Schild. Schild. Wie lang dauert es wohl zum Schlüpfen, hä? Au, oh, da, Mann. Da ist er. Da ist er. Down. Nice. Fett, 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 fett. $80. Da können wir uns genau nichts leisten. Zurückstoßen. Allen Feinden Schaden zufügen. Für 2. Auch gut. Und das ist ein mächtiger Prediger. So mächtig finde ich den gar nicht. Allen Gegner Schaden hinzufügen. It is. Wähle oder aufwerten. Nicht-Helden-Einheit aufwerten. Nehmen wir eine neue. So geil sind die nicht. Minus. Ein goldener Warg. Goldener Warg. Hier sind wir verzaubern gerade. Ja, Mana. Gibt außerdem perfekter Schlag. Der nächste Angriff ist ein garantierter kritischer Treffer. 5 hohe Gesundheit. Entschuldigung. 12 Schaden. Dann haben wir noch den Marmor-Gargoyle mit dem Klon. Der Schildtyp, der als Tank fungiert. Nehmen wir den Tank. Tanky Tank. Und vergessen, den Tanky Tank auszuwechseln, auszuwählen. Egal. So, Spinne. Machen wir da noch ein bisschen. Ein bisschen. Oh, da kassiert aber wer. Eieiei. Ein Feinden 75 Schaden oder einmal 75 Schaden und Macht. Einer down, aber Drache da. Wie die Musik gleich episch wird. Der Arme kommt zu gar nichts. Weggeschnetzelt. Geil, also der Drache ist schon mal die Sensation. Er hat einen Schutz. Verhindert, dass die Einheit Schaden erleidet. Füge gebunden hinzu und gewinnen sie Spott. Auf wen könnte ich denn das sprechen? Also wenn ich den Drachen habe, dann auf den Drachen. Ah, mal Schutz. Da gönnen wir uns doch glatt mal was. Oh, Bossfight. Okay, wen haben wir? Wir haben den Trauger mit dem Ei, den brauchen wir auf jeden Fall. Den brauchen wir auf jeden Fall. Trauger 1 ist voll am Sack. Dann haben wir noch Minus und die Geier-Harp hier. Ja, sollte passen. Fight! Dachte ich, hä? Seit wann sieht denn unser Minus so cool aus? Stellt sich raus, es ist der Boss. Und 2 Spinnen da hinten. Der hat 30 Schaden, macht er. Okay, not bad. Dann haben wir denn einen Tank, ja. Der kriegt auch Schild. Und nochmal ein bisschen mehr Schild.
Und dann gibt Schaden für eine von denen da hinten. Kampfphase. Ja, okay. Erstmal gar nicht so verkehrt. Er kassiert zwar gerade ordentlich. Vielleicht gibt es noch ein Schild für ihn. Komm, verwandel dich. Ja. Jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. I'm loving it. Ich könnte natürlich den fetten Boss erstmal wegstoßen und mich erstmal um die Kleinen kümmern, bis der Fette wieder da ist. Ist die Hälfte der Arbeit erledigt. Machen wir es so. Schild gibt's für ihn. Und dann machen wir noch Schaden. Jo. Ah, sehr schön. Jetzt tankt der Drache. Richtig. Schwer zu sehen. Oh, wen greifst du an? Wen greifst du an? Ah, keine Ahnung, wen er angreift. Irgendwo geht der Pfeil hin, aber ich kann es nicht erkennen. An den Drachen wahrscheinlich. Das passt eh. Au, wo zwickt ihm denn der rein? Au. Da will ich auch mal zum Arzt gehen. 175 Schaden und 175 Schaden und Schaden negieren brauchen wir eigentlich nicht. Der Drache hält alles aus. Hauptsache Damage. Na! Yep. Sehr schön. Da haben wir Macht. Da machen wir auch Macht. Oh, mir ist noch ein Schild rein. Yes! Geil, geil und geil. Ein hat einen Banner. Entweder eine neue wählen oder was aufwerten. Den Minus zum Tank aufwerten zum Beispiel wieder. Massig. Oder das hier erhöhen. Massig. Gleich geschaut, was es als andere Alternative gab. Gleich das hier genommen. Ja, schon jetzt ein sehr cooles Trio. Er tankt. Und die beiden sind so ein bisschen dahinter. Schild. Notfalls auch ein Schild. Und Schaden in die Fresse. Wie gehen beide auf ihn? Gehen alle drei auf ihn? Das ist gut. Schön, dass er tankt. 75 Schaden. 100 Schaden. Macht 6 Schaden, macht 9 Schaden, macht 9 Schaden. Dann bringt der Schutz. Boah, nicht ganz so viel. Machen wir vielleicht noch Damage. Wann kommt der Drache? Wann kommt der Drache? Da ist der Drache. Da ist der Drache. Geil. Damage. Schild. Macht. Macht sie fertig. What? Das ist ja schon fast unfair, wie der Drache durchfetzt. Aber ich find's geil. Bam. Boah. Wie so ein Kind den Lolli wegzunehmen. Fetti, fett, fett, fett. Füge der Gruppe eine Einheit hinzu. Kann man beim Aufwerten, genau, den Minus könnte ich nochmal richtig changy machen. Das würde ich hier machen.
gefunden, eine neue Einheit. Duellant-Droger, roter Minus, Quetzalhapier, langweilig, aufwerten, Minus, massig, 2. Wenn schon, denn schon. Einmal rasten, sprich Karte aufwerten. Füge 115 Schaden zu. Bei 2. Ne, machen wir das. Standardkarte aufwerten. Dann gehen wir die Richtung. Den müsste ich eigentlich müsste ich unseren Superhelden hier nochmal in Ruhe lassen, irgendwie nochmal regenerieren lassen. Schild. Damage. Der tankt wieder schön. Weiter tanken. Ein Feind 175 Schaden. Und 75 Schaden. Und da kommt der Drache. Da ist der Drache. Die Musik wird wieder mega episch. Da ist der Drache. Du kannst erst mal gehen. Macht. Das ist echt wie so ein Kind, den Lolli wegzunehmen. Macht das Spaß, ey. Oh Mann, oh yeah. Nice, Leute. Cool. Das ist doch mal schön mit diesen Custom-Helden. Macht das bisher am allermeisten Spaß. Vor allem dieser Drache. Ich glaube, alles andere wäre nur halb so cool gewesen. Ja, ein bisschen Geld haben wir. Unser Haupthero könnte ein bisschen besser beisammen sein, aber ich brauche ihn halt schon. Bisschen werde ich ihn noch eben in Reihe 2 belassen. Genau. Schaden. Rüstung. Schaden. Let's go. Dabei kassiert er nicht, das ist gut. Kriegt trotzdem mal ein Schild. Und dann gibt es da nochmal Schaden. Ja. Oh, da haben wir den Drachen. Drachi. Die beiden sind fast down. Vor lauter Schreck. Bam, bam, bam. Oh, gibt es da ein Achievement für? Erledige 3 Gegner innerhalb von Windeseile. Apropos Windeseile, Eile für 2 Sekunden. Füge deiner Hand eine zufällige Karte hinzu. Ja, gratis, nehmen wir. Shop 120. Für eine Karte vielleicht. Ein Gargoyle Level 0. Weiß nicht. Erhalte eine zufällige Talentkarte. Ferner alle Leiden. Gibt der Gruppe 200 Macht. Und kartenmäßig gewinnen sie Spott und erhalte Schild 1. Erstmal gieße ich mir was Leckeres ein. Also von den Leuten hier nicht unbedingt. Von den Einheiten da. Da ist nicht wirklich was dabei.
sind alle Level 1 oder 0. Da bin ich besser aufgehoben mit denen, die ich jetzt im Moment habe. Entferne alle Leiden. Einmalig. 200 Macht und eine Talentkarte, kann aber irgendein Shit rauskommen. Machen wir vielleicht ein Schild. Ja. Passt. Verlassen. Na, Rast brauchen wir nicht. Karte aufwerten. Füge deiner Hand zwei zufällige Karten hinzu. Zwei Karten. Ein geheimes Versteck von zwei Karten. Wer kann denn da nein sagen? Bossfight. 21 Minuten. Mal schauen, ob wir den in der Folge schaffen. Oder machen wir das in der nächsten? Wir kommen so gut voran. Schon wieder 10 am Abend. Ja, dann machen wir das sicherheitshalber in der nächsten Folge. Ich sage euch vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es gegen den Boss geht. Bis dann. Ciao.